Hallöchen Freunde und willkommen zu einer kleinen Runde Yu-Gi-Oh! Death Pro. Lang ist es ja, dass ich Yu-Gi-Oh! Kanal hochgeladen habe, aber momentan in der GPL haben wir alle mega Spaß in Yu-Gi-Oh! Da dachte ich mal, ich begebe mich auch mal wieder aufs Duellfeld und dazu spiele ich heute natürlich gegen den lieben Kaffee Kone. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bist du bereit für ein Spiel der Schatten? Oh, it's a time for a du-du-du-du-duell! Oh yeah! So. Yeah, sauber, gleich mal Stein, Schere, Papier verloren. Ja, ich lasse dir mal den Vortritt, Kollege. So. Also, wir haben ja beide so ein paar Fun-Decks dabei. Wer jetzt gerade mein Blatt sieht, der dürfte sich schon erahnen, auf was mein Deck beruht. Ich wollte irgendwas sagen. Ich würde es gerne mal sehen. Ich wollte irgendwas irgendwie sagen. Spiel der Schatten oder so irgendwie. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, für alle, die Yu-Gi-Oh! Nicht kennen, ich werde vielleicht auch das Regelwerk auf meine Beschreibung verlinken oder so, also einen Link zu dem Regelwerk oder irgendwie sowas, oder informiert euch am besten einfach mal, wie das Spiel so an sich funktioniert, wenn ihr es denn nicht kennt. Sonst macht es wahrscheinlich weniger Spaß, dieses Video zu gucken, aber nun ja. Was ich weiß, neue Regel, irgendwie derjenige, der beginnt nur mit 5 anstatt 6. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Das ist irgendwie neu. Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Das erste Mal, wo ich geschaut habe, so ist in den Optionen so, hey, habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Ich dachte es einfach auch voll verwirrt am Anfang. So, ich werde jetzt erstmal zwei komische Karten verdeckt setzen. Okay. Total komisch, ja. Dann werde ich mal die andere Seite des Feldes. Ja, warum nicht? Bist du schon wieder unter Führung? Auf welche Karte denn? Zerstör deine eigene Karte! Verdammt! Trade in! Wo willst du denn treten? Dann aktiviere ich mal diese Stufenbeschränkung. Oh yeah, die hab ich auch im Deck. Krass. Ja, und dann werde ich noch die setzen da. Und ich hoffe, euch gefallen meine Pikachu-Karten hier. Sie sind dran, Herr Kaiba. Aber gerne doch. Oh nein, noch eine verdeckte Monsterkarte. Oh nein, eine verdeckte Fallenkarte, ich meine. Vielleicht auch nicht Fallenkarte. Vielleicht. Als erstes mal Schwerkraftbindung. Die hab ich auch im Deck. Okay, dann weiß ich ja. Oh nein, die will ich nicht aktivieren. Dann werde ich diese Karte verdeckt setzen. Und dann werde ich meinen Zug beenden. Ich liebe Duelle, wo einfach die ersten 10 Runden alles verdeckt gespielt wird. Ja, das ist ja mehr so. Ich habe auch so ein Gag-Deck. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, allgemein auch war ich fast immer so, ne, ich habe meine ganze Zeit lang Elementarhalten gespielt, aber grundlegend bin ich sehr defensiv und passiv beim Duellieren. Okay. Und zerstöre die Gegner am liebsten immer von innen heraus und sowas. Oh ja. Ich liebe auch Decktod-Decks. Sowas finde ich auch richtig stylisch. Oh nein, du hast Froschkarten. Ich habe meinen Frosch dabei, dann werde ich noch die Ersatzkröte spielen. Oh Gott. Nee, Tauschkröte so. Ich hasse das, was können diese Karten? Dann werde ich meinen... Oh Gott, so viele Monster. Frosch. Flip-Flop-Frosch. Für jede Froschkarte, die ich jetzt kontrolliere, kann ich eine Monsterkarte schicken von dir. Oh Gott, nein. Super, oder? Dealer und Dealer. Nein. Okay. Greif doch an. Warte mal, ich kann irgendwas... Weißt du was? Ich greife an! Tu das! 500. Am besten mit dem 100er Monster. Oh, jetzt ist es bestimmt zwei Deaths. Magische Bibliothek. Meine Niere. Meine Niere! Dann aktiviere ich den Effekt und flippe den mal in die Verteidigungsposition. Was? Ey, wie mies ist das denn? Oh ja, das ist so eine Art Pinguin-Soldat. Oh. Du kannst von mir aus meine Kröten zerstören. Sie werden wiederkommen und deine Seele nachzapfen. So, ich muss jetzt einmal eben was gucken. Okay. Ah. Getickt des König. Die Karte kenne ich, aber die habe ich selber in meinem Hexadeck nicht. Was ist das voll derpiges? Ich beschwöre den dunklen Magier. Marshmallow. Shit. Greif seine verdeckte Karte an. Wieso kann ich das nicht tun? Ah, ich kann nur das angreifen. Na ja, nur mein Täuschungsfrosch. Greif den Duke Frog an. Als erstes, nee. Oh, ganze 200 Lebenspunkte hast du verloren. Was zum Teufel? Jetzt kann ich mir ein anderes Froschmonster holen. Ich könnte mir nochmal zum Beispiel den Flip-Flop-Frosch holen. Oh, aber ich glaube, ich gönne mir den Einhorn-Frosch. Ma, was können diese Karten? Die kann ich direkt... Ich habe null Ahnung von diesen Froschkarten.
Wir sind so niedlich. Und wenn ich erfolgreich direkt angreife mit den Einhornfrosch, kann ich eine Zaubernfallenkarte von dir zerstören. Vor allem dieser Flipflop-Frosch, der hat einfach so einen Gesichtsausdruck. Bitte töte mich! Okay. Oh ja. Ich beende meinen Zug. Wissen Sie was? Ich aktiviere jetzt meine Tauschkröte. Oh Gott. Das heißt, die opfer ich gleich mal und da kommt einfach mal der Tauschfrosch wieder aufs Feld. Nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh. Bitte in die Verteidigungsfraktion. Oh okay. Yeah. Dann flippe ich meinen Flip-Flop-Frosch. Nein! Und du kennst ja den Effekt. Ich habe mal wieder zwei Froschmonster. Schon nein! Toll. Wie wär's mit ein wenig Einhornfröschelchen? Ach! Den lege ich mal zur Not in die Verteidigungsposition jetzt schon wieder. Nicht, dass irgendwie eine Spiegelkraft kommt oder ähnliches. Und dann werde ich direkt angreifen. Mit 400. Der Damage! Boom! Ich wollte die Zauberkarte aber aktivieren. Das ist so eine Schnellzauberkarte, verdammt du Axt. Ja, aber ich habe keine zwei Karten in der Hand. Achso, ja, stimmt. Oh. Ich habe nur eine. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch drauf eingegangen. Oder wäre ich auch drauf eingegangen. Okay. Die Karte, die ich jetzt gerade so auf der Hand habe, ist nicht so schön. Leg Marshmallow verdeckt. Ich habe eine gefährliche Fallenkarte verdeckt gesetzt. Oh. Warte mal, was kann eigentlich nochmal der Täuschungsfrosch genau? Ich muss aber sagen, die Karte, die Kombination von Flip-Flop-Frosch und Einhornfrosch ist eigentlich voll gut. Weil du einfach mit dem Flip-Flop den das Feld leer räumen kannst und dann kannst du mit dem Einhornfrosch direkt angreifen und den Effekt aktivieren. Oh ja. Warte mal, was kann ich denn eigentlich? Was ist das hier? Oh, warum nicht? Achso, okay. Jetzt habe ich das, jetzt muss ich es machen. Ich rufe mal einfach den. Oh nein! Und dann. Ah scheiße, warte mal. Effekt vergessen von Flip-Flop-Frosch. Falls diese offene Karte zerstört wurde, kannst du statt der. Ja, also die bringt mir so gesehen jetzt ATK dazu. Okay. Die ich so richtig verstanden habe. Ich aktiviere Stahlkäfig des Albtraums. Oh nein. Warte mal. Was habe ich eigentlich hier verdeckt? Oh Gott, wie einfach keine Angriffe durchkommen. Oh ma. Oh ja, das wird dir gefallen. Feuchtgebiete. Oh. Was? 1200 ATK? Ja. Das Gute ist, alle meine Frösche haben nur so wenig. Oh mein Gott. Marshmallow, richtig? Ja. Und wieder in die Verteidigungsposition. Die Karte ist ja mal richtig eklig. Aber die ist so schwach. Aber in Feuchtgebiete ist das Ganze in Ordnung. Okay, ich aktiviere Emporkömmling Goblin. Oh, shit. So, und einfach weil ich es kann, aktiviere ich Stufenbeschränkung Gebiet B. Nein, das bringt er für mich einfach, damit sie zweimal auf dem Feld. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr angreifen. Das geht ja sowieso für beide insofern. Oh, das wird ja sowas von nicht gefallen jetzt. Eigentlich voll die Platzverschwendung gewesen. Tada! Was ist das denn? Da mit ach, hat das diesen Blade Edge Effekt? Ja. Oh nein. Aber das kann ich ja eh so machen. Nein! Boah, jetzt wird alles in mein Blatt geschickt. Nein. Angriff. Okay. Aber damit hast du nicht gerechnet. Zack! Nein! Spiegel. Warte mal. Nein, du hast jetzt nichts dagegen. Oh, ich hab sowas von was dagegen. Nein, hast du nicht. Nein. Was bringt? Bis zur Endphase können offene Wassermonster Stufe 3 oder niedriger. Komm schon, das war jetzt nicht dein Ernst. Das wird werden. Oh doch. Das war jetzt nicht dein Ernst. Na gut, dass Marshmallow an sich nicht zerstört werden kann, aber. Zack. Okay, so langsam bekomme ich ein Problem. ich brauche was Gutes. Yay, eine Zauberkarte. Wie wär's mit Spiegelkraft? Ich aktiviere Handzerstörung. Oh ja, okay, dagegen kann ich halt relativ wenig was machen. Moräne der Gier und Stufe. Oh, wow. Welch gute Karten.
Och, das Herz der Karten ist heute nicht mit mir. Okay, dann beschwere ich Dunkeltau der Eisbarriere. Oh Gott, was kann die denn? Ja. Warum hast du auch nur Stufe 2 Monster, ne? Ich könnte heulen. Warte mal. Kann ich noch... Ich kann... Guck mal, da habe ich noch was. Stimmt, och. Ja. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Angsteinjagendes Gebrüll. Oh, ist das lächerlich, ne? Okay, dann... Achso, nee, warte mal, ich wollte kannst eigentlich... Kannst nicht angreifen. Ja, nee, ich wollte eigentlich den so flippen wieder. Flippy-Floppy-Froschi. Ich brauche jetzt eine gute Karte. Komm, bitte, gib mir irgendwas Gutes. Meine Monster. Das war jetzt so... Oh boy, doch, das ist eigentlich ganz gut. Damit könnte ich etwas anfangen. Oh, jetzt bräuchte ich meinen Einhornfrosch. Ja. Und jetzt hast du ihn gezogen. Gesagt, getan. Nee, nee, das ist... Wollte schon sagen, Alter. Zack. Och, Mann, hör doch auf damit. Und jetzt kommt noch mehr Schmerz. Nein. Doch. Nein. Och. 3400. Alter. Greif mal einfach mal so an. Los. Aber ich habe... Ja. Marshmallowen. Oh. Der mir so überhaupt nichts bringt. Doch, der macht mir Schaden. Ja, bei mir, ich krieg mehr Schaden. Hier. Nein! Da hab ich ja auch noch. Und meine Karte war ein Bluff. Die Karte bringt mir einfach überhaupt nichts. Jedenfalls nicht so. Ich hab noch Komm sehr schon. Viel mehr. Ja, ja! Ich hab eine gute Karte, sowas in der Art jedenfalls. Findest du es auch nicht wirklich feucht? Komm, ich muss jetzt irgendwie mal hoffen, dass ich die richtigen Karten ins Blatt kriege. Komm schon! Scheiße! Obwohl. Das könnte funktionieren. Könnte. Was tust du jetzt? Ich weiß, was ich aktiviere. Erstmal Moräne der Gier. Wie bitte? Moräne der Scheißgier. Hier. Ah ja. Beiden Karten in mein Blatt. Und dann darf ich 3 ziehen. Cool. Oh, super. Bringt mir jetzt sowas von viel Landform. Feuchtgebiete. Yay! Yeah. Oh, herrlich. Guck mal, Fröschi. No. No. Oh. Too many frogs. Nein. Ich habe Spiegelkraft verdeckt. Und? Nichts. Moment. 100 Lebenspunkte, das passt sich gerade ganz gut an. Wieso? Warum tust du das? Okay, wir könnten es noch halbieren. Mann, warum ist die Karte eigentlich gerade verdeckt gelegt, ey? Okay. Yay! Magical Mallet. Okay, ich muss es leider tun. Alle ins Blatt schicken. Sonst verliere ich sowieso. Das ist gerade so bitter für mich. Sofortige Rekrutation. Ja, ja! Ja! Nein! Die Lichtschwerter! Yay! Problem ist, eigentlich war das richtig dumm, dass ich die Karten nicht verdeckt gelegt habe. Eigentlich sollten echt nur als Bluff funktionieren, aber es hat nicht so ganz geklappt, wie ich sehe. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, auch nicht schlecht. Kann ich das aktivieren? Wartenzimmer. Wartenzimmer? Nee, ich habe nur ein Monster im Friedhof. Oh Mann. Ja. Noch mehr Power. Los, sofort. Was hast du denn jetzt? Oh nein! Ich hasse diese XYZ-Karten, ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja, aber so gefährlich ist der Gachi Gachi. Ja, der nicht, aber... Das hättest du nicht. Was ich da teilweise sonst so kenne. Boah, 3000 Verteidigung und 3600 Angriff. Fällt mir jetzt erst auf. Oh! Ich hätte einfach die richtigen Karten ziehen müssen. Beziehungsweise ich hätte die beiden schon gar nicht verdeckt spielen sollen. Boah, so hier. Na, die Lichtschwerter halt nicht mehr lange. Oder Level Limit Area B. Ist das lächerlich? Ist das lächerlich gerade? Okay, ich ziehe. Was ziehe ich? Ich habe eigentlich gar nichts. Eigentlich hätte ich ja schon verloren, weil du hast mich ja noch eine Runde verschont. Was heißt verschont? Das war ein Missplay. So. Too many cards. Ach je. Das hat niemand gehört.
Ein alter Bekannter. Was tut mein Gegner nun? Der Einhornfrosch, nein, der mit zwei Arten direkt angreifen kann. Nein, aber ich aktiviere angsteinjagendes Gebrüll schon wieder. Nein. Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, auf was mein Deck eigentlich aufgebaut ist, aber es wird gerade echt schwierig. Burner Deck? Oder, nee, stimmt, ich glaube, ich weiß, was es ist. Du was versuchst ist irgendwie denn? So viel Schaden zuzufügen, aber nein, hältst dich mit... Nein, nicht. Das, ach so, Karten. Ich habe schon einige Duelle gehabt, wo das Deck richtig gut funktioniert hat, aber die habe ich leider nicht aufgenommen. Lass mich raten, du versuchst so viel Zeit zu schinden, dass der Gegner keine Karten mehr ziehen kann. Nein, das ist kein Deck-Tot-Deck. Exodia. Genau. Oh! Das ist ein Exodia-Deck und deswegen merkst du, ich habe nur Karten eigentlich, mit denen ich mein Deck durchmische und beziehungsweise durchschaue und ziehe. Ach so, okay. Na dann ist schön. Einhornfrosch, greif ihn direkt an. Was? Wieso kannst du direkt angreifen? Wegen den Einhornfrosch, der springt über den Monster rüber. Wieso kannst du direkt angreifen? Aber ich aktiviere Schattenzauber. Oh, warte mal. Ach ja, Alter, die Karte nervt mich, die aktiviere ich einfach mal drin, zwei Skars. Wieso hast du die so? So, Angriff. Nein! Diese traurige Musik, ne? Oh ja. Oh, das Deck ist eigentlich, es ist wie gesagt, es war ein Fun-Deck. Mhm. Aber es ist echt lustig, wenn man die Exodia mal hinkriegt. Oh, ich habe ja deswegen auch so Karten wie den weißen Drachen, aber diese Zauberkarte, dass wenn ich eine Stufe 8 Monster ablege, ich einfach zwei Karten ziehen darf. Ja, genau, trade in. Ja. Oder ich habe halt zum Beispiel diese beiden verdeckten Karten, die sind Toninhaltsverzeichnis, genau, die ich einfach nur mit magische Bibliothek kombinieren will. Mhm. Aber naja, war auf jeden Fall trotz allem ein lustiges Match, Freunde. Kaffee, ich bedanke mich vielmals für dieses Duell. Leider wird meine Seele nun im Reich der Schatten gefangen. Oh nein, Herr Kalber, das können aber wir vielleicht nicht. Vielleicht werde ich ja doch auch entkommen und dann sehen wir uns in einem neuen Duell wieder. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich in Form eines Daumens oder eines Kommentars wissen. Und wenn ihr mehr von Yu-Gi-Oh! Sehen wollt, schreibt es in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Macht's gut, bis dahin und haut raus. Ciao. Ups.